Detektive der Vergangenheit. Ungelöste Fälle. Bewegendes Schicksal. Große Geschichte. ZDF History mit Guido Knopp. Vor 30 Jahren. Terror in Deutschland. Linksradikale Morden für die Weltrevolution. Die schwerste Prüfung der westdeutschen Demokratie. Die Geschichte der RAF, der Roten Armee-Fraktion. Liebe Zuschauer, willkommen. Ein Gespenst aus dunkler Zeit. So geistert dieses Jahr die RAF durchs Land. Ob der Bundespräsident dem Terroristen klar per Gnadenakt die Freiheit schenken sollte, wurde schrill und heftig debattiert. Ungeklärte Morde werden wieder aufgerollt. In Talkshows wird gestritten, ob der Staat in seiner Reaktion zu hart war oder doch zu mild. Die alten Gräben reißen wieder auf. Der klare Blick auf die Vergangenheit, er ist getrübt durch aktuelle Interessenpolitik. Wir wollen das heute ändern und ganz ohne Vorbehalte zeigen, wie Protest in Terror umschlug. Und warum die Eltern kleiner Kinder, denn das waren Baader, Enslin und auch Meinhof, Mörder wurden. Die Geschichte der Roten Armee-Fraktion. Ricarda Schlosshahn über die Chronik einer tödlichen Illusion. Die zweite Hälfte der 60er Jahre. Aufbruchstimmung. In den USA kämpfen Schwarze für ihre Rechte. Haschbeschwingte Hippies testen neue Formen des Zusammenlebens. Che Guevara wird zur Ikone im Kampf gegen echte und vermeintliche Unterdrückung. Die Beatles revolutionieren die Musik. Freie Liebe heißt die Parole. Viel getestet, viel kritisiert. Das globalisierte Aufbegehren trifft auch bei westdeutschen Studenten auf Resonanz. Ihr Protest entzündet sich am Vietnamkrieg. Eine junge Journalistin mit radikaler Rhetorik leiht der Revolte ihre Stimme. Wir sind engagiert für diejenigen, die sich versuchen zu befreien von Terror und Gewalt. Und wenn ihr ein anderes Mittel als das des Krieges ihnen nicht übrig bleibt, dann sind wir für ihren Krieg. Der Protest wird Lebensgefühl. Er wendet sich gegen die bestehende Ordnung im Nachkriegsdeutschland und den vermeintlichen Rückfall in autoritäre Zeiten. Die Studenten fordern die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit und sehen in der Großen Koalition eine Gefahr für die Demokratie. Sie fühlen sich durch die Parteien im Bundestag nicht vertreten und nennen sich APO, die außerparlamentarische Opposition. Wir hatten den Eindruck, dass wir auf einem Vulkan sitzen und dass diese verordnete Tünche demokratischer Art von den Mächten, von den Westmächten und so weiter mühsam überdeckt, dass darunter alles noch im Grunde genommen da ist. Wir hatten dazu auch genügend Anlass, denn natürlich saßen die Nazis überall in der Regierung. Und wir fühlten uns von diesen Menschen bedroht. Die Proteststars der Kommune 1, Deutschlands berühmtester WG, deklarieren die Kleinfamilie zum Hort des Faschismus und machen das Private zum Politikum. Die populistischen Aktionen der Kommunarden um Fritz Teufel und Rainer Langhans sind im Grunde harmloses Polittheater. Das Bürgertum provozieren und dann den Gerichtssaal zur Bühne umfunktionieren. Mit dabei, wie hier bei einer Aktion anlässlich der Beerdigung des ehemaligen Reichstagspräsidenten Paul Löbe, ein gewisser Andreas Bader. Den 20-jährigen Schulabbrecher und Kleinkriminellen hat es 1963 in die Frontstadt Berlin verschlagen. Er ist bei uns ausgebildet worden, könnte man jetzt später sagen, nicht? Weil er dort alles gelernt hat, was er dann später eingesetzt hat. Es geht immer um Aktionen. Also Aktionen, die eben überall diese Gewaltpotenziale sichtbar machen sollen. Nicht? Das ist dieses Situationistische übrigens auch, dieses Hintergrundes, den ja auch die RAF dann fortgeführt hat. Andreas Bader, geboren 1943 in München, der Vater im Krieg verschollen. Ein Charmeur, mit 22 wird er selbst Vater einer Tochter.
Schon als Jugendlicher sammelt er Vorstrafen, gilt als clever, furchtlos, undiszipliniert. Politisch eher indifferent, mit einem ausgeprägten Hang zur Militanz. Die Staatsmacht findet keine angemessene Antwort auf das Aufbegehren. Während eines Staatsbesuchs des Schahs von Persien am 2. Juni 1967 kommt es zur Eskalation. Als Polizisten eine Demonstration gegen den umstrittenen Gast gewaltsam auflösen, fallen plötzlich Schüsse. Der Student Benno Ohnesorg, 26, wird von einer Polizeikugel tödlich getroffen. Der erste Tote des heraufziehenden Konflikts, ein Märtyrer für all jene, die bereit sind, ihrerseits Gewalt anzuwenden. Also da wurde diese Bedrohung auch ernst. Also diese latente Bedrohung, die man immer gefühlt hat, die wurde plötzlich also real. Also hier sterben Leute. Jetzt ist ja nicht mehr, ist ja nicht irgendwie eine Fantasie oder so, sondern Realität. Eigentlich hat es denn da endgültig übergebracht. Der Polizist, der ohne Sorg erschoss, wird von der Anklage der fahrlässigen Tötung freigesprochen. Die Studenten fühlen sich bestätigt in ihrem Protest gegen einen Staat, der das Recht auf freie Meinung zu unterdrücken scheint. Ich halte die Straße keineswegs für ein ganz besonders geeignetes Mittel, seine Meinung bekannt zu machen. Wenn einem aber nichts anderes übrig bleibt, dann bin ich es allerdings der Ansicht, dass es außerordentlich demokratisch ist, wenn es Leute gibt, die trotz all dieser Verbote die einzige Öffentlichkeit, die dann für sie bleibt, nämlich die der Straße, benutzen und davon öffentlich Gebrauch machen. Ulrike Meinhof, geboren 1934, Journalistin. 8 Jahre lang Chefredakteurin der Hamburger Polizeizeitschrift Konkret. Ihre Kolumnen sind meist brillant formuliert und machen die junge Frau zu einer prominenten Figur der Linken. Nach der Trennung von Konkret-Herausgeber Klaus-Rainer Röhl geht sie mit ihren Zwillingstöchtern nach Berlin. Ihre Texte werden schärfer, ihre Ziele radikaler. Sie war eine hochintelligente Gesprächspartnerin. Und wir haben natürlich wahrgenommen, unabhängig von ihrem späteren Schicksal, wie stark sie sozial engagiert war. Sie hat sich in einen sozialreformerischen Zorn hineingesteigert. Und dann fehlte also nur wenig, dass sie der Verführung unterlag, nicht mehr nur zu schreiben und zu reden, sondern eben auch Gewalt auszuüben. Auch Gudrun Enslin, hier rechts im Bild, schließt sich nach dem Tod von Benno Ohnesorg in Berlin der Protestbewegung an. Die Pastorentochter aus dem Schwäbischen, 1940 geboren, geht zum Studium nach Berlin, gilt als hochbegabt. Sie ist Mutter eines Sohnes, der Vater, ihr Verlobter, ist ein linker Schriftsteller. Enslin, hier als Akteurin in einem Experimentalfilm, ist schon in jungen Jahren für die SPD aktiv. Dann aber, nach der Bildung der Großen Koalition, wendet sie sich enttäuscht ab. Sucht nach Wegen, Politik auch außerhalb der Verfassung durchzusetzen. Das erste Mal habe ich jemanden getroffen, der wirklich 24 Stunden für das arbeitet, macht, was sie für richtig hielt. Und für mich war sie natürlich immer untrennbar mit Andreas verbunden. Andreas Bader und Gudrun Enslin lernen sich kennen, als in der Szene zunehmend über Gewalt diskutiert wird. Ein Liebespaar im Zeichen der Radikalisierung. Bonnie und Clyde des deutschen Terrorismus. Die Idee für ihre erste Tat stammt von der Kommune 1. Einen Kaufhausbrand in Brüssel, bei dem mehr als 200 Menschen sterben, interpretieren die Kommunarden als die Zerstörung kapitalistischer Symbole und vergleichen das Leid der Opfer mit dem Leid der Bevölkerung Vietnams. Ihre makabre Parole, Zitat, brenn, Kaufhaus, brenn. Am 2. April 68 brennen in Frankfurt 2 Kaufhäuser nach Ladenschluss. Menschen werden nicht verletzt.
Die Täter Gudrun Enslin, Andreas Bader und zwei Komplizen sind schnell gefasst. Der Prozess verhilft den Brandstiftern zu Prominenz in linken Kreisen, obwohl der Sozialistische Deutsche Studentenbund die Aktionen ablehnt. Gudrun Enslin verteidigt in einem Radiointerview die Tat. Mit was ich mich niemals abfinden werde, ist die Tendenz, in der sich die spätkapitalistische Gesellschaft so ungeheuer deutlich fortbewegt, nämlich hin zum Faschismus. Und ich werde mich niemals damit abfinden, dass man nichts tut. Die nächste Stufe der Radikalisierung bringt das Attentat eines Hilfsarbeiters auf den Studentenführer Rudi Dutschke, Ostern 68. Viele der Studenten glauben, mit Gewalt reagieren zu müssen. Die Wut richtet sich vor allem gegen den Springer Verlag. Schlagzeilen der Bild-Zeitung, so glaubt die APO, hätten das Dutschke-Attentat provoziert. Einer der Agitatoren gegen Springer ist der Anwalt Horst Mahler, der zu einer Schadensersatzzahlung von 75.000 D-Mark an Springer verurteilt wird. Er verteidigt Enslin und Bader im Brandstifterprozess, gilt als führender Theoretiker der radikalen Linken in West-Berlin. Zeitenwende in Bonn. Ende 1969 wird Willy Brandt erster sozialdemokratischer Bundeskanzler. Ein Hoffnungsträger, der für Wandel steht. Gewählt vor allem von der Jugend. Wir wollen mehr Demokratie wagen. Brandt verspricht eine Amnestie für alle Studenten, die wegen Protesten straffällig geworden sind. Fordere die jungen Menschen in Deutschland auf, mitzukämpfen, mitzuarbeiten für Reformen. Den Radikalen in der APO genügt das nicht. Sie wollen einen anderen Staat, nicht ein neues Gesicht. Zu denen, die sich nicht mehr integrieren wollen, gehören Bader und Enslin. Sie werden zu 3 Jahren Haft verurteilt, kommen aber wegen eines Revisionsantrags der Verteidigung noch einmal frei. Als sie ihre Reststrafe antreten sollen, setzen sie sich Ende 69 zunächst nach Frankreich ab. Jetzt sind sie Illegale. Wie es weitergehen soll, wissen sie nicht. Es gab die Diskussion über den weiteren Fortgang, die weitere Richtung. Und da gab es natürlich auch den Einfluss zum Beispiel von Befreiungskriegen in Afrika, in Lateinamerika, in Asien. Und insofern war die Frage auch der bewaffnete Kampf. Vorbild sind bewaffnete Terrorgruppen im Ausland. ETA, IRA. Ebenso lateinamerikanische Terroristen wie die Tupamaros in Uruguay oder auch die sogenannte Rote Armee in Japan. Während Bader und Enslin sich noch ratlos im Ausland verstecken, entsteht in West-Berlin eine erste Stadt-Guerilla-Gruppe. Sie nennen sich Tupamaros West-Berlin. Für die Weltrevolution ist die Truppe allerdings viel zu chaotisch. Horst Mahler hat denn gesagt, so wie ihr das macht, ist es vollkommen unkoordiniert, ist nicht richtig organisiert, es muss leninistisch organisiert sein. Ich fahre jetzt los und hole die zurück. Und mit denen zusammen gründen wir denn eine nach leninistischen Prinzipien organisierte Rote Armee-Fraktion wird aufgebaut. Im Februar 1970 stehen Enslin und Bader in Berlin plötzlich bei Ulrike Meinhof vor der Tür. Die Journalistin hatte die Kaufhausbrandstiftung der beiden verteidigt. Und da war sie fasziniert von diesem Paar. Die waren jünger, die waren unbedingter und die waren auch bereit, ihr Leben auf irgendwie eine Karte zu setzen. Während sie doch die viel mehr von Selbstzweifeln angenagte
Intellektuelle war, die sich so etwas nicht vorstellen konnte, auch nicht vorstellen konnte, dass sie ihre Kinder verlässt. Die beiden hatten ihre Kinder verlassen. Ulrike Meinhof lebt in tiefem Konflikt zwischen Privatem und Politischem. Als alleinerziehende Mutter fühlt sie sich ihren beiden Töchtern verpflichtet. Als linke Aktivistin will sie nicht nur schreiben, sondern auch aktiv handeln, damit sich die Gesellschaft ändert. Ihre illegalen Gäste ermuntern sie dazu. Als Andreas Bader verhaftet wird, ist Meinhof bereit, bei seiner Befreiung zu helfen und ihre Kinder zu verlassen. Am 14. Mai 1970 wird Bader von Ulrike Meinhof und vier Komplizen bei einem Freigang ins Deutsche Institut für soziale Fragen gewaltsam befreit. Ein Institutsangestellter erleidet dabei einen Leberdurchschuss, der ihn berufsunfähig macht. Von jetzt an gibt es kein Zurück mehr. Die Befreiung Andreas Baders gilt als Geburtsstunde der Roten Armee-Fraktion, kurz RAF. Für die Öffentlichkeit ist es die Bader-Meinhof-Bande. Treffender wäre allerdings Bader-Enslin-Bande. An der Spitze stand eindeutig und allein Andreas Bader, gleich hinter ihm Gudrun Enslin, die auch als einzige einen nennenswerten Einfluss auf Bader hatte. Und die anderen waren erst darunter angesiedelt, zum Beispiel Frau Meinhof, Mainz, Holger Mainz, Jan-Karl Raspel. Die inzwischen etwa 20-köpfige Gruppe, mehr Frauen als Männer, lässt sich in einem PLO-Lager in Jordanien militärisch ausbilden. Deutsche Möchtegern-Revolutionäre zu Gast bei Arafats Fatah. Eine eher bizarre Allianz, die Fatah-Veteranen bis heute zu rechtfertigen versuchen. Both of them believed deeply in what they're doing. Bader und Meinhof waren zutiefst von ihrer Sache überzeugt. Sie glaubten an Freiheit und Demokratie und waren gegen Gewaltherrschaft, Vertreibung und Kolonisation. Deshalb wurden sie von den Palästinensern respektiert. Und die Tatsache, dass sie ihre theoretischen Ideen in die Tat umsetzten, verschaffte ihnen noch mehr Respekt. Über Schönefeld im Osten geht es zurück nach West-Berlin und an die Vorbereitungen für den, Zitat, bewaffneten Kampf. Sie müssen es ja irgendwie organisieren, wie kommt man an falsche Papiere ran und wie fälscht man die. Dafür brauchen Sie ein Apparat, das lässt sich nicht verhindern. Ja? Sie müssen eine Unterstützerszene haben, um an Wohnungen zu kommen. Autos können Sie stehlen, wie gesagt, das ist nicht das Problem. So. Und Sie müssen Geld beschaffen, also weil offiziell nicht mehr geht, wird der Bankraub unvermeidlich. In einer gemeinsamen Aktion überfallen RAF und die Gruppe Bewegung 2. Juni mehrere Banken in Berlin. Sie erbeuten über 200.000 Mark. Vor der nächsten Aktion muss dem Volk allerdings zunächst einmal erklärt werden, warum es überhaupt befreit werden muss. Die erste politische Schrift der RAF aus dem April 1971. Rote Armee-Fraktion sollte wohl heißen, dass sie Teil einer weltweit kämpfenden Roten Armee der Unterdrückten dieser Erde seien. Und sie seien die Fraktion, die sich diesem Kampf anschließt und im Innern eines entscheidenden Metropolenlandes der Bundesrepublik mit dieser Geschichte im Übrigen diesen Kampf aufnahm. Aber konkrete Forderungen gab es nicht. Welche hätten das sein können? Was hätte in der gegebenen Situation es direkt rechtfertigen können, jetzt einen bewaffneten Krieg in Westdeutschland zu erklären? Die Fahndung nach den Terroristen läuft inzwischen bundesweit. Bei Jägern und Gejagten steigt die Nervosität. Bis Anfang 1972 werden drei Polizeibeamte bei Schusswechseln getötet. Auch auf Seiten der Terroristen gibt es drei Tote. Unter ihnen der Professorensohn Georg von Rauch.
Denn erst realisiert man ja wirklich, was das heißt, dass da Menschen sterben. Also wenn sie direkt sehen, kann man ja sehen, wie der umgefallen ist. Also die Kugel ist auch getroffen und der ist ja direkt neben mir umgefallen. Also denn erst begreifen sie. Und dann haben wir auf diesen Polizisten geschossen, aber ja noch ein anderer. Aber, der hat denn da geschrien und lag da auf dem Boden und dann kamen ja noch mehr Polizeiautos. Denn begreifen sie erst überhaupt, was das ist. Michael Bommi Baumann schwört wenig später dem Terror ab. Die RAF nicht. Eine neue Offensive der US-Armee in Vietnam dient als Vorwand, in Deutschland loszuschlagen. Im Mai 1972 verübt die RAF eine Serie von 6 Anschlägen. 4 Menschen sterben bei Attentaten auf US-Stützpunkte. Insgesamt werden bei der Mai-Offensive über 70 verletzt. Morde als politisches Kampfmittel in der Demokratie? Bedauern für die Opfer klingt nur an, wenn, wie beim Anschlag auf das Springerhaus in Hamburg, auch Arbeiter verletzt werden. Das ist ein Hang zur Utopie, gespeist aus moralischem Rigorismus. Da ist bei einigen Tätern ein geradezu religiöser Fanatismus festzustellen. Es ist aber eben auch die aufgeheizte Stimmung gewesen, denn um die Terroristen herum befanden sich ja Unterstützer und ein Sympathiefeld. Viele junge Leute hätten damals Terroristen geholfen, wenn sie darum gebeten worden wären. Die Republik fühlt sich bedroht. Neue Fahndungsmethoden und Datenbanken sollen bei der Jagd auf die RAF helfen. Kritiker mahnen, die bürgerlichen Freiheiten seien in Gefahr. Die Terrorabwehr dürfe nicht in den Überwachungsstaat führen. Ein verhängnisvolles Wechselspiel zwischen RAF, Medien und Politik, das damals stattgefunden hat. Man hat sich gegenseitig hochgeschaukelt und es kam also dann dazu, dass wir doch die RAF-Täter, die ja Straftäter, Mörder waren, als Staatsfeinde bezeichnet haben. Ein Hinweis aus der Bevölkerung ermöglicht den ersten großen Fahndungserfolg. Am 1. Juni 1972 werden Holger Mainz, Jan-Karl Raspe und Andreas Bader in Frankfurt verhaftet. Wenige Tage später auch Gudrun Enslin und Ulrike Meinhof. Die Köpfe der RAF sind damit gefasst. Doch ans Aufhören denkt im Kreis der Zurückgebliebenen niemand. Als wir die Verhaftung am Bildschirm gesehen haben, war fast auf der Stelle klar, okay, jetzt müssen wir sie rausholen. Peter-Jürgen Boog kennt Bader und Enslin aus Frankfurt. Er gehört zur sogenannten zweiten RAF-Generation, die den Terror weiterführen will, unter Anleitung der Gefangenen. Bader und Co. werden im neu errichteten Hochsicherheitsgefängnis von Stuttgart-Stammheim untergebracht. Die Flucht von hier wird keinem gelingen. Das Herausschleusen von Botschaften ist jedoch problemlos. Das Gefängnis in Stammheim war für die RAF-Häftlinge je länger je mehr Kriegsschauplatz und Kommandozentrale zugleich. Sodass man am Ende, glaube ich, schon die These wagen kann, die RAF war vom Gefängnis in Stammheim aus weit erfolgreicher als vorher im Untergrund. Die Gefangenen machen ihre Haftbedingungen zum Politikum. Von angeblicher Folter und Isolation ist die Rede. Dabei dürfen sie sich täglich für mehrere Stunden im Flur treffen. Die Zellen sind geräumig, Freiheiten, von denen andere Gefangene nur träumen können. Die Haftbedingungen in Stammheim, die habe ich ja von Anfang an mitverfolgt und war ja auch als Richter mitverantwortlich dafür. Da konnte von Isolation, von Folter überhaupt keine Rede sein. In anderen Gefängnissen gibt es weniger Freiheiten. Vor Stammheim war Ulrike Meinhof in Köln-Ossendorf inhaftiert, im sogenannten Toten Trakt, von anderen Insassen abgeschottet, 8 Monate lang. Sie schreibt später in der für sie typischen radikalen Diktion:
Der politische Begriff für den Totentrakt Köln, sage ich ganz klar, ist das Gas. Meine Auschwitz-Fantasien darin waren, kann ich nur sagen, realistisch. Es gab Fälle von Sonderbehandlung von terroristischen Straftätern in Form der Isolierung. Es gab andere Vorwürfe, die nicht zugetroffen haben. Es gab Haftbedingungen, die eher komfortabel waren. Aber es gab eben auch das mobilisierende Element der Isolationsfolter. Der Mythos von der Isolationsfolter wird zum Magneten für die Sympathisantenszene. Die Inhaftierten wissen, dass sie diesen Mythos pflegen müssen. Sie treten öffentlichkeitswirksam in Hungerstreik. Am 9. November 1974 stirbt Holger Mainz trotz angeordneter Zwangsernährung. Die RAF hat jetzt einen Märtyrer. Der Hungerstreik wird umgedeutet zur, Zitat, Hinrichtung auf Raten. Ein Signal, das verstanden wird. Der Studentenführer Rudi Dutschke. Holger, der Kampf geht weiter. Der Tod von Mainz sorgt für neuen Zulauf bei der Rest-RAF. Ihr einziges Ziel ist jetzt die sogenannte Big Raushole, die Freipressung der Gefangenen. Die Bewegung 2. Juni macht es vor. Am 27. Februar 1975 entführt sie den Berliner CDU-Vorsitzenden Peter Lorenz und verlangt die Freilassung von Inhaftierten, allerdings nicht die der Stammheimer. Weil keiner von ihnen des Mordes angeklagt ist, gibt die Regierung Helmut Schmidt nach. 5 Terroristen dürfen in den Jemen ausfliegen. Lorenz kommt frei. Wir empfanden diese Entscheidung, Peter Lorenz auszutauschen, als geradezu die Herausforderung für die RAF nun weiter zu handeln, um ihre wertvollsten Gefangenen freizupressen. Und insbesondere achteten wir sehr aufmerksam darauf, weil mein Mann bereits wusste und durch Warnungen darauf hingewiesen war, dass sein Leben an der deutschen Botschaft in Stockholm gefährdet sei. Andreas von Mirbach weiß als Verteidigungsattaché, dass die Botschaft in Stockholm nahezu ohne Schutz ist. Am Mittag des 24. April 1975 stürmt eine Gruppe von 6 Terroristen mit Pistolen und Sprengstoff bewaffnet das Botschaftsgebäude und nimmt 11 Mitarbeiter als Geiseln. Ihre Forderung? Die Freilassung von 26 Gefangenen, darunter die Spitze der RAF in Stammheim. Gezielt greifen sich die Terroristen den Militärattaché Andreas von Mirbach heraus. Und bald danach knallte es und er wurde eben mit vielen Schüssen bewusstlos geschossen, aber nicht erschossen und dann blutend kopfüber die Treppe, die Steintreppe heruntergeschmissen. Das Blut floss von seiner Hand in die weiteren Stockwerke und auch das oberste Stockwerk an der Wand war blutüberströmt von diesen zahlreichen Schüssen. Von Mirbach wird stundenlang auf der Treppe liegen gelassen. Im Bonner Krisenstab erkennt man jetzt die Folgen des Nachgebens im Fall Lorenz. Die Regierung will sich nicht noch einmal erpressen lassen. Helmut Schmidt teilt der Polizei in Stockholm mit, kein Eingehen auf die Forderungen. Die Botschaftsbesetzer erschießen noch eine Geisel, den Handelsrat Dr. Heinz Hillegard. Dann zünden aus Versehen die Sprengsätze, die Polizei stürmt das Gebäude. Ein Terrorist ist tot, 5 werden festgenommen. Andreas von Mirbach ist zu diesem Zeitpunkt endlich im Krankenhaus. Er stirbt im Operationssaal. Die Trauerfeier für den Handelsrat und den Militärattaché.
Andreas von Mirbach hinterlässt seine Ehefrau und 12-jährige Zwillinge. Wir alle drei waren traumatisiert natürlich von diesem Ereignis. Und dazu hat es viel, viel von allen Richtungen im Leben gebraucht und wird wahrscheinlich bis zum Ende unseres Lebens brauchen, bis letztendlich alle Traumata abgebaut sind. So wie zum Beispiel für mich in ganz unerwarteten Situationen plötzlich eben diese grausigen Bilder des Blutes auftauchen, nicht? Und dagegen kann man gar nichts machen. Über das Grauen hat man einfach keine Gewalt. Die Mörder ihres Mannes hat Christa von Mirbach nie getroffen. Sie blickt, so sagt sie, lieber nach vorn. Das Scheitern von Stockholm bedeutet das vorläufige Aus für Baaders Traum, freigepresst zu werden. Die Gefangenen haben von dem Anschlag gewusst, ihn vermutlich sogar gesteuert. Der Informationsfluss aus Stammheim funktioniert über einige der Anwälte. Am 21. Mai 75 beginnt der Prozess gegen den harten Kern der ersten RAF-Generation. Die Medien sind elektrisiert, manche Juristen besorgt. Staatliche Stellen und das Gericht betonen, es handle sich nicht um ein politisches Verfahren, sondern um einen normalen Strafprozess. Die Vorbereitungen allerdings lassen andere Schlüsse zu. Eine neue, hochsichere Gerichtshalle wird errichtet, strengste Kontrollen verordnet und neue Gesetze verabschiedet. Wir waren überhaupt nicht darauf vorbereitet, dass irgendjemand mit Gewalt versucht hat, politische Ziele durchzusetzen. Das hat es nicht gegeben und wir wussten auch nicht, wie man mit solchen Tätern vor Gericht umgeht. Deshalb wurden viele Regeln im Strafrecht, im Strafprozess geändert. Allerdings zu Lasten, bis heute, zu Lasten von Straftätern und Strafverteidigern. Die Rechte von Verteidigern werden eingeschränkt. Ihr Ausschluss erleichtert und es darf auch in Abwesenheit der Angeklagten verhandelt werden. Auf beiden Seiten wird Recht gebrochen. Während die Behörden heimlich Wanzen installieren, schmuggeln die RAF-Anwälte Waffen und Schriftstücke in die Zelle. Einige der Verteidiger geraten ins Visier der Strafverfolgung. Hans-Christian Ströbele etwa wird wegen Unterstützung einer kriminellen Vereinigung zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. In den Prozessen selber habe ich meine Aufgabe darin gesehen, die ganz normalen demokratischen Rechte für sie zu wahren. Dazu gehörte natürlich auch, ihnen den Raum zu verschaffen im Prozess und in der Prozessvorbereitung, ihre Thesen zu entwickeln, zu begründen und darzustellen. Die Angeklagten wollen den Prozess wieder als politische Bühne nutzen, über Vietnam reden und nicht über ihre Verbrechen in Deutschland. 192 Tage wird verhandelt. Ein Verfahren im Ausnahmezustand. Die Angeklagten beschimpfen das Gericht, werden von der Verhandlung ausgeschlossen, dann unter Protest wieder in den Saal geschleppt. Eine Justizfarce, geprägt von überforderten Richtern und respektlosen Angeklagten. Als der Vorsitzende Andreas Baader bat, zu seinen persönlichen Verhältnissen Angaben zu machen, da sagte er, Sie sind ein faschistisches altes Arschloch. Und Gudrun Ensslin legte gleich nach, du alte Sau, du Schwein. Das ist natürlich keine Basis, auf der man sich verständigen kann. Der Tonfall der Verachtung herrscht auch unter den Gefangenen. Ulrike Meinhof ist zunehmend isoliert in der Gruppe. Vor allem Gudrun Ensslin wirft ihr vor, sie habe mit ihrer bürgerlichen Vergangenheit nicht gebrochen. Das ist nicht mystisch, wenn ich sage, das halte ich nicht aus, schreibt Meinhof. Am 13. Mai 1976 wird Ulrike Meinhof in ihrer Zelle erhängt aufgefunden. Selbstmord. Den Gefangenen rennt die Zeit davon. Seit langem klagen sie, dass die RAF draußen keine neuen Aktionen unternimmt. Alle Hoffnungen ruhen jetzt auf einer Mitgefangenen, die ihre Strafe bald abgesessen hat. Brigitte Mohnhaupt. Sie erhält von Baader und Ensslin den Auftrag, nach ihrer Entlassung eine neue Offensive zur Befreiung der Gefangenen zu starten und eine handlungsfähige Truppe aufzubauen.
Die neue Chefin wird schnell akzeptiert. RAF war die Gruppe der Frauen. Und insofern war es eigentlich gar keine Frage, dass sie eine gewisse Autorität hatte, weil sie die Letzte war, die direkten Kontakt mit den Stammheimern hatte. Zum Handlanger des Terrors wird der Anwalt Klaus Croissant. Über sein Büro koordiniert Mohnhaupt die Kommunikation zwischen den Gefangenen und den Illegalen, rekrutiert neue Leute für den Untergrund. Die zweite Generation der RAF entwickelt eine neue mörderische Strategie. Verhasste sogenannte Repräsentanten des Systems angreifen, um den Staat unter Druck zu setzen. Das erste Opfer ist Generalbundesanwalt Siegfried Buback. Ostern 1977 feuern zwei Terroristen von einem Motorrad aus Schüsse auf seinen Dienstwagen ab. Buback und seine Fahrer Georg Wurster und Wolfgang Göbel sterben. Bis heute ist offen, welcher Terrorist oder welche Terroristin die tödlichen Schüsse abgab. So wie bei mehr als einem halben Dutzend Morde der RAF. Am 30. Juli 1977 wird der Vorstandschef der Dresdner Bank, Jürgen Ponto, in seinem Haus in Oberursel erschossen. Die beteiligten Terroristen Brigitte Mohnhaupt und Christian Klar behaupten später, eigentlich hätten sie Ponto entführen wollen, ihn aber dann wegen dessen heftiger Gegenwehr erschossen. Vermutlich eine Lüge. Die beteiligte RAF-Frau Susanne Albrecht sagt später aus, Ponto habe sich nicht zur Wehr gesetzt. In Stammheim wächst die Verzweiflung. Bader droht den Komplizen draußen mit Selbstmord. Entweder ihr kriegt jetzt was zustande oder wir nehmen unser Schicksal selber in die Hand. Das war die exakte Aussage. Nächstes Ziel auf der Liste ist der Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer. Allerdings wird er beschützt und den vorsätzlichen Mord an Begleitpersonen hat die RAF bislang gemieden. In der Nacht vor dem Anschlag kommt es zu heftigen Diskussionen unter den Terroristen. Die Skrupel wegen der Begleiter werden fallen gelassen. Die Entscheidung war, zu schießen und zu töten. Am 5. September 1977 gerät Schleyers Wagenkolonne in einen Hinterhalt. Die Terroristen eröffnen sofort das Feuer. Schleyers Begleiter werden von mehr als 100 Kugeln getroffen. Der Arbeitgeberpräsident wird aus dem Wagen gerissen. Die Polizisten Roland Pieler, Helmut Ulmer und Reinhold Brändle haben keine Chance. Auch der unbewaffnete Fahrer Heinz Marsic, ein Zivilist, ist sofort tot, getroffen von 7 Kugeln. Sie waren eben mit dem Ideal angetreten, eins der Ideale, weg mit der Vergangenheit des Nationalsozialismus und an ihren Organisationsstrukturen, an ihren Verhaltensweisen, an ihrem menschenverachtenden Umgang mit den Opfern, kann man nur sehr schweren Herzens sagen, das Wort Hitlers Großkinder ist nicht von sehr weit geholt. Hans-Martin Schleyer wird in einer Kölner Wohnung gefangen gehalten. Weil er im Krieg der SS angehörte, hoffen die Terroristen jetzt auf neue Sympathien innerhalb der deutschen Linken. Doch die RAF-Fotos und Videos des Entführten wecken nur Abscheu. Keine Solidarität. Ich frage mich in meiner jetzigen Situation wirklich, muss denn noch etwas geschehen, damit man endlich zu einer Entscheidung kommt? Die Entführung Schleyers trifft die Bundesrepublik ins Mark. 6 dramatische Wochen beginnen. Der sogenannte Deutsche Herbst. In Bonn einigt sich der Krisenstab unter Kanzler Helmut Schmidt, auf keinen Fall nachzugeben. Die Strategie lautet, Zeit gewinnen, in der Hoffnung, Schleyers Versteck zu finden. Die größte Fahndung in der Geschichte der Bundesrepublik beginnt. Sie wird zentral gesteuert aus Bonn mit Rasterfahndung und tausenden Polizisten. Der entscheidende Hinweis geht tatsächlich ein.
Er wird aber nicht erkannt. In diesem Zusammenhang muss man auch erwähnen, dass es eine Riesenfahndungspanne gegeben hat. Im Fall Schleyer, der Hinweis auf das Versteck von Schleyer war in den Händen des Krisenstabs, also der Polizeibehörden. Zweimal wurde der Hinweis gegeben, dass er in deren der Wohnung ist, in Erftstadt. Er war dort und dem Hinweis wurde nicht nachgegeben. Im Krisenstab schwindet die Hoffnung auf eine Befreiung. 3 Wochen ist Schleyer schon in Haft. Dann bringen ihn seine Entführer unentdeckt in ein neues Versteck, nach Brüssel. Um dem Fahndungsdruck zu entgehen, macht sich ein Teil der RAF auf den Weg nach Bagdad. Dort erhalten sie willkommene Unterstützung von Wadi Haddad, dem militärischen Kopf der PLO. Hat er gesagt, er hätte uns 2 Sachen zu offerieren. Entweder die deutsche Botschaft in Kuwait oder die Entführung eines Flugzeugs. Und die deutsche Botschaft in Kuwait, da hatten wir ja nun die Erfahrung mit Stockholm sozusagen als Gruppe hinter uns, auch wenn keiner von denen, die da waren, daran persönlich beteiligt war. Wir haben dann per Fernschreiber Rücksprache genommen mit dem Rest des Kommandos, der noch hier war. Und die Entscheidung war dann eben, gut, bei der Flugzeugentführung stimmen wir zu. Am 13. Oktober 1977 entführt ein palästinensisches Terrorkommando die Lufthansa-Maschine Landshut. An Bord sind 82 Passagiere und 5 Besatzungsmitglieder. Die Kidnapper fordern die Freilassung der RAF-Anführer aus Stammheim und 15 Millionen Dollar. Kann das Bündnis aus deutschem und palästinensischem Terror erreichen, was die RAF allein nicht schaffte? Bundeskanzler Schmidt muss die schwerste Entscheidung seines Lebens treffen. Die RAF-Häftlinge auszutauschen, verbietet die Staatsräson. Ein Kommando des Bundesgrenzschutzes soll versuchen, die Passagiere der Landshut zu befreien. Während der 6 Wochen von Schleyers Gefangenschaft fand in Bonn keine Politik mehr statt. Permanent tagte ein großer Krisenstab, der rechtlich gar nicht vorgesehen war. Und alles bangte und drehte sich um das Schicksal von Hans-Martin Schleyer und der 90 Flugzeuginsassen. In Stammheim gilt seit Schleyers Entführung Kontaktsperre. Andreas Bader ist deprimiert und macht dem Gegner ein überraschendes Angebot. In den letzten Tagen, Stammheim, Oktober 1977, als der Bundeskanzler einen Emissär entsandt hatte, der mit Bader reden sollte, hat Bader klar zu erkennen gegeben, dass er bereit sei, um den Preis der Freiheit, der Befreiung aus dem Gefängnis, auf alle terroristischen und politischen Ziele nachhaltig zu verzichten. Mogadischu, Somalia. Die Lage spitzt sich zu. Der erste Tote in der Landshut. Die Leiche des Flugkapitäns Hans-Jürgen Schumann wird aus der Maschine geworfen. Am 18. Oktober 1977, kurz nach Mitternacht, wird die Landshut von GSG-9-Männern gestürmt. Von jener Eliteeinheit, die nach dem Anschlag auf die Olympischen Spiele von München gegründet worden war. 3 Terroristen werden getötet, 1 überlebt, schwer verletzt. Die Geiseln überleben alle. Helmut Schmidt, der im Fall des Scheiterns der Befreiungsaktion zurückgetreten wäre, hat die Souveränität der Regierung gewahrt. Die RAF hat die entscheidende Kraftprobe verloren. Das Ende ihrer Geschichte aber ist noch fern, im Herbst 1977. Die Befreiung der Landshut löste in ganz Deutschland Freudenstimmung aus. Es war einer der wirklich großen emotionalen Momente der Nachkriegsgeschichte.
Doch zwei entscheidende Fragen blieben offen. Was geschieht mit Schleyer? Und wie reagieren die Häftlinge in Stammheim? Die Antworten auf beide Fragen zeigen noch einmal die ganze unmenschliche Radikalität der RAF. Am nächsten Sonntag sehen Sie hier bei uns in History, wie die Kommandoebene der Terroristen auf den Schock von Mogadischu reagiert, warum sie noch fast 20 Jahre weitermordet und weshalb die Schlüsselrolle dabei ausgerechnet von der Stasi eingenommen wird. Bis dann und bleiben Sie uns treu. Nächstes Mal in History, nach dem heißen Herbst geht der Terror weiter. Baader-Meinhofs Erben morden professionell und hinterlassen kaum Spuren. Das Rätsel der dritten Generation. Phantom ohne Gnade? Mehr Geschichten hinter der Geschichte im Buch zur Reihe, das im Handel erhältlich ist. History – Geheimnisse der Geschichte.